Willkommen bei einem neuen Video. Ich bin's, euer Kudo24TV. Tut mir leid, dass ich zurzeit keine Videos mehr gemacht habe. Und jetzt kommen wieder mehr, wie gesagt. Aber heute machen wir wieder drei unlogische Dinge in GTA 5. Fangen wir schon mal mit Fakt Nummer 1 an. Jeder kennt ja dieses Auto, das fährt in Santos in der Stadt überall rum. Und ich wollte mir das jetzt mal auftunen. Und ja. Dann war ich so bei Spoiler und ja, dann steht da einfach mal kein Spoiler. Guck mal, wir haben keinen Spoiler und da steht dann trotzdem, wir haben keinen Spoiler. Also sehr unlogisch gemacht, weiß ja auch nicht, an was das liegt, weil ja, es wird ein Spoiler angezeigt, den wir eigentlich gar nicht haben und da steht dann das einfach bei kein Spoiler. Ist ja auch nicht so schlimm, kommen wir gleich beim nächsten Video. So, bei nächsten Fakt ist mir mal aufgefallen, schon seit Jahren, aber habe ich eben noch nie, so gesagt, gefilmt. Jeder weiß, wenn man ins Auto geht und dann macht ja Michael oder den Spieler, den ihr habt, knallt er die Fensterscheibe auf. Aber wenn ihr jetzt dagegen schießt, dann könnt ihr einfach so rein. Und das ist halt unlogisch. Logisch wäre, wenn er seine Hand durchs Fenster gehalten hätte und dadurch den Griff eben gefasst hätte, wo die Tür aufgeht. Aber das ist auch sehr unmöglich. Kommen wir zum dritten und zum letzten. So Leute, kommen wir beim nächsten Tag. Jeder kennt es doch, wenn man sich in Online-Modus eben ein Sportwagen kauft. Das geht ja alles. Das kann man in die Garage stellen, aber ist euch das schon mal aufgefallen? Ich wette schon, dass es euch schon mal aufgefallen ist, wenn ihr mit dem Auto, also was ihr einfach gefunden habt in der Straße, wo es da war, und da hinfährt, steht ja, dieses Fahrzeug ist zu heiß zum Tunen. Okay, bei eins kann ich Rockstar Games verstehen, vielleicht schauen sie auch, dass wir das Geld eben. So gesagt, dass wir die Autos hier mit Geld verdienen. Und aber ich weiß nicht, warum zu heiß. Also, das finde ich irgendwie unlogisch. Okay, ist ja auch egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Lasst vielleicht ein Like oder ein Abo da. Und ja. Ich mache heute vielleicht noch ein anderes Video. Nochmal GTA Online oder so. Ich wundere, ich bin ein bisschen erkältet schon wieder. Und ja, sehen wir uns nächstes Mal. Haut rein. Ciao.